Eine gute Vorbereitung ist 90% des Erfolgs und bringt euch Sicherheit auf der Baustelle. Das gilt natürlich auch für die Verarbeitung von Kunststoffdachbahnen. Mein Name ist Tina Blersch und in diesem Video zeigen wir euch, wie man ein Handschweißgerät richtig einstellt und wie man eine Probenaht herstellt und prüft. Voraussetzung für eine fachgerechte Verarbeitung von Kunststoffdachbahnen ist die Vorgabe der Schweißtemperatur bzw. eines Schweißfensters für den Handföhn und Automaten. Diese Angaben findet ihr in unserer Verlegeanleitung und in den Datenblättern. Schauen wir uns jetzt an, wie die Geräte richtig eingestellt werden und wie überprüft wird, ob die eingestellte Temperatur auch tatsächlich an der Schweißdüse vorhanden ist. Nachdem ihr wisst, welche Temperatur erforderlich ist, stellt ihr mit diesem Regler die entsprechende Temperatur ein. Bei digitalen Geräten mit Display habt ihr die Möglichkeit, die Temperatur sehr genau auf die gewünschte Zahl einzustellen. Bei älteren Geräten stellt man die Temperatur am Regler in Stufe 1 bis 10 ein. Schaut euch hierzu bitte die Betriebsanleitung bzw. die auf dem Gerät aufgedruckte Tabelle an. Diese gibt euch die passende Stufe zur erforderlichen Schweißtemperatur an. Bei den neueren Geräten kann man neben der Temperatur auch den Luftstrom einstellen. Wir empfehlen für unsere Kunststoffdachbahnen, diese Einstellung immer auf 100% einzustellen. Auf der Baustelle hat man nicht selten mit unterschiedlichen Gegebenheiten zu tun, wie zum Beispiel unzureichende Bereitstellung von Strom- und Baustelleneinrichtung. Diese können sich nachteilig auswirken. Deshalb empfiehlt es sich, immer vor Beginn der Arbeiten eine Kontrolle der Baustellenverhältnisse und besonders der zum Einsatz kommenden Maschinen vorzunehmen. Eine Kontrolle der eingestellten Temperatur am Automat oder Handschweißgerät erfolgt mit einem Messgerät und einer Temperaturnadel. Die Nadel wird unmittelbar an der Schweißdüse zur Messung gehalten. Am Messgerät wird nach kurzer Zeit die tatsächliche Temperatur angezeigt. Somit kann eine schnelle, zuverlässige Prüfung erfolgen. Probenähte sind besonders wichtig, um euch von Beginn an für die Verschweißung Sicherheit zu geben. Anhand einer Probeschälung kann überprüft werden, ob die Geräteeinstellung und das Schweißverhalten aufeinander abgestimmt sind oder ob nachkorrigiert werden muss. Dazu nehmen wir 2 bis 3 DIN A5 große Probestücke der Bahnenware und verschweißen mit unserem geprüften Gerät die Nähte. Nachdem die Schweißnähte abgekühlt sind, schneidet ihr längs und quer die Bahn ein und zieht mit entsprechender Kraft die Naht auf. Wenn ihr ein homogenes Schweißbild seht und die Nahtbreite mindestens 2 cm breit verschweißt ist, kann mit der Verschweißung auf der Dachfläche begonnen werden. Bitte denkt auch daran, alle hergestellten Probenähte bis zum Ende der Baustellenzeit aufzubewahren sowie mit Datum und den eingestellten Parametern zu kennzeichnen. Bei allen Bauvorhaben empfiehlt es sich, jeden Tag eine Probenaht anzulegen. Die korrekte Einstellung des Schweißgerätes ist absolut wichtig, um hochwertig und sicher zu verschweißen. Probenähte helfen nicht nur, genau die Einstellung zu prüfen, sie geben auch Bauherren und beispielsweise Gutachtern ein gutes Gefühl, indem ihr nachweisbar Qualitätssicherung auf der Baustelle betreibt. Weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite und die Links zum Thema sind wie immer in der Videobeschreibung. Schaut euch zum Thema Abdichtung mit Kunststoffdachbahnen auch diese Videos an. Wir freuen uns über eure Fragen und Kommentare und natürlich auch über jeden neuen Abonnenten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!